Grüßt euch Leute, hi hi und willkommen zum Deck Profile von unserem Herausforderer mit. Was hast du mitgebracht? Filmkit. Grüßt euch. Ja, also, auch von mir, grüßt euch, hi hi, servus, Metal-Leute, hi 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 hi. Ich habe euch heute den Users Captain Kit mitgebracht. Zusammen mit der Film Engine. Ich wurde gebeten, mich kurz zu halten. Ich kann mir allerdings nicht nehmen lassen, 2 Minuten über den Leader zu sprechen, denn er ist einfach was ganz Besonderes. Seine Fähigkeit, wer es nicht kennt, kostet 3 Don, die man resten muss, und man muss zusätzlich eine Handkarte abwerfen. Ist also sehr teuer, aber man kann, wenn man das gemacht hat, ihn vom geresteten Status wieder aktiv setzen. Ist effizient oder bedeutet effektiv, dass man ein zweites Mal swingen kann. Bei 10 Don bedeutet das 2 12K-Swings. Das wäre auch quasi heute den Sieg gegen Karakuri. Richtig, genau. Das ist der Grund, warum, obwohl er gerade jetzt nicht total oben im Meta ist, niemand ihn unterschätzt. Das ist das Schöne. Und grün ist eine Farbe, die gerade wenig anzutreffen ist. Aber wer Lust drauf hat, kann das mit Users Captain Kit auf jeden Fall tun. Das Interessante an ihm ist erstmal generell, dass er zu dem, was jetzt kommt, eigentlich keine richtige Synergie hat. Ja, bei den meisten Leadern ist es ja irgendwie um den Leader aufgebaut. Ne? Die Gelb, die da Trigger brauchen, und Whitebeard, der da seine Blocker fürs Ende haben will und solche Scherze. Ne? Das hat er im Prinzip gar nicht. Er ist einfach standalone stark, und das kann man blöd finden. Und das hat halt aber auch Vorteile. Er ist sehr frei. Man kann sein Deck sehr frei aufbauen, je nachdem, was man haben möchte. Man kann auch Karten reinnehmen, die eben vielleicht ein bisschen situativ sind, weil er es eben erlaubt, Handkarten sowieso abzuwerfen. Ja, das ist quasi bei ihm mit drin. Und deswegen habe ich ihn sehr lieben und schätzen gelernt. Für die Film Engine braucht ihr unbedingt 4-mal die Nami. Nami ist das Herzstück dieses Decks. Sie ist generell erstmal eine 3-5000er Vanilla mit starken Stats, die sowohl on play als auch wenn ihr angreift searchen kann. Ja, also stärkster Searcher, glaube ich, auch einfach, den es aktuell überhaupt gibt. Generell ist sehr, 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 sehr gut, das stimmt. Was man bei ihr beachten muss, ist, man bezahlt die Don, man legt sie nicht an. Also es ist schon teuer, ja, und man zieht 3. Wenn ihr das macht, bereitet euch darauf vor, jedes dritte oder vierte Mal whiffet sie. Also das ist auch nicht unbedingt schlimm, das ist dann nicht auto-lose oder irgendwas, das passiert. Aktuell spiele ich etwas aggressiver, gerade wie eben gegen Katakuri, da benutze ich den Search auch gar nicht immer. Also ihr müsst den nicht benutzen. Das nächste Herzstück habe ich gerade schon hingelegt, das ist der gute Film Monkey D. Ruffy. Ihr bezahlt 7 und bekommt einen 7000er Blocker, der außerdem on play einen Film oder Strohhut, das sind sie eben alle, der 4 oder weniger kostet, spielen kann. Das geht auch bei Nami. Wenn ihr 8 Don habt, könnt ihr sogar auch direkt searchen. Der beste Fall in den meisten Fällen ist aber Lauren or Zoro, natürlich. Sein rechter Flügel, der rechte Flügel des Piratenkönigs. Ein Buddy, ja. Genau, auch ganz einfache 4-6000er Vanilla, auch nie verkehrt, wenn ihr 4 Don habt, dann könnt ihr den gleich rausspielen und habt einen 6K Body. Dann der nächste MVP hat man heute, denke ich, öfter gesehen, und das macht mich auch sehr glücklich, denn ich bin riesen Brook-Fan. Jo. Der ist einfach stark, gerade wenn ihr die gerade Curve spielt, ihr könnt mit ihm zusammen eben die Nami spielen, genau, für 4 Don, gleich noch einen, der 3 oder weniger kostet. Das ist außerdem möglich mit dieser Karte, die ich nicht so hübsch finde, aber eben auch eine schöne Statline. Und das ist im Prinzip das Film-Base-Setup, das benutzt ihr eben, um, wie man heute gesehen hat, das Board einfach zuzuspammen mit Bodies. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Deck prinzipiell für sehr anfängerfreundlich halte, weil das braucht erstmal nicht super viel Skill. Der Traumplay, den darf man natürlich nicht vergessen, ist Ruffy mit seinem On-Play-Effekt Brook spielen und dann mit seinem Effekt einen dieser beiden spielen. Ja, gleich 3 in einer Runde. Ja, ist, würde ich auch sagen, das Herzstück so ein bisschen von dieser Film-Engine. Ja, würdest du
sagst du, man kann hier und da cutten, man kann auch irgendwas hinzunehmen. Ich habe die Robin gerade noch im Kopf, die einige noch in ihrem Deck haben, aber ich glaube, die sind noch eine weitere Option, die man mit Rook eventuell spielen könnte. Genau, es gibt noch einen 2-4000er Jinbei und eine Robin, die auch was spielen kann. Die empfehle ich absolut nicht, denn die haben alle weniger als 5000. Ihr wollt keine, wenn möglich, keine Don anlegen müssen, um anzugreifen, um Druck zu machen. Deswegen sind die auch nicht üblich, kann ich nicht empfehlen. Ja, dann haben wir noch den letzten Film. Was dann ist das, der letzte Filmkarte im Deck? Ja, das ist die letzte Film, das ist der klassische 2K-Counter. Tony Chopper. Richtig, 2K-Counter. Den Effekt benutzt ihr nicht. Theoretisch könnte er irgendwie stark sein gegen Law oder so. Praktisch wollt ihr die Don immer für was anderes ausgeben. Und von daher. Ich hab im Law-Deck noch nicht einmal ausgespielt und wirklich verwendet. Also. Ja, ist eben deshalb aber gut, weil er eben mit Nami searchbar ist und damit ihr nicht ganz so oft whiftet, wollt ihr den Borschenfilm haben. Ja, das ist das Filmset, die keine Diskussion, alle viermal, die braucht ihr. Und dann gibt es, ohne die wäre, glaube ich, ja, fast nichts Grünes spielbar, außer jetzt vielleicht Wano Kuni, wo man allerdings dasselbe hat mit dem Momonosuke, das ist Bonnie. Bonnie war mir heute nicht so sehr gewogen. Bonnie ist allerdings super stark. Das muss ich kurz zu diesen beiden auch sagen. Und einer der Gründe, warum Kid so cool ist. Die meisten Decks wollen eine bestimmte Curve. Meistens ist es die gerade. Die favoren mir auch ein bisschen, aber eben nur ein bisschen. Wenn ihr anfangt, könnt ihr eben im ersten Zug Bonnie spielen und danach searchen. Und bei Tridon dann Nami spielen und dann beim Angriff searchen. Wenn ihr gerade seid, könnt ihr natürlich Nami spielen und mit der vierten Don direkt searchen und bei zwei Don sie spielen und direkt searchen. Das ist generell der stärkste Opener, der möglich ist. Mit Bonnie findet ihr auch, finde ich, häufig meinen Ruffy, aber auch Zorro. Das sind die beiden. Richtig, das sind die Supernova, die sind mehr als 100.000 wert für die Marine und damit könnt ihr sie searchen und die Traumkombo möglichst häufig möglich machen. Außerdem will der Gegner sie immer KO'en und nutzt dafür meistens einen 5K-Swing. Und da hatte ich heute Glück, dass ich da meinen Brand New gleich draußen hatte. Richtig, richtig. Wenn der Gegner auch einen Searcher hat mit 2000 oder mehr, ist natürlich ätzend, aber ja, der Apu gehört mit dazu. Auch den wollt ihr viermal haben. 2K-Counter, den Effekt. Der kann gut sein, gerade gegen den gemischten Doofy in der Theorie. Praktisch werde das von 100 Spielen wahrscheinlich 99 Mal nicht spielen wollen, vielleicht auch 100. Ist ein 2K-Counter. Wichtig, er ist diesmal von ihr searchbar und deswegen nehmen wir den viermal rein. Searchbar, 2K-Counter, da sagt man auf jeden Fall nicht nein. Auf jeden Fall. Dann haben wir dreimal ISO. Ich nehme mal meine einzige Altarzt des Text. Nach oben. Im Grunde genommen, den habe ich jetzt dreimal drin. Im Grunde genommen auch hauptsächlich 2K-Counter. Den spielt man allerdings hier und da schon mal. Nämlich immer dann, wenn man finishen möchte. Und ja, er restet also einen Charakter, der 4 oder weniger kostet. Und das sind die Blocker-Sanjis und die Prüles. Und die, genau, und die Fossas dieser Welt und all jene. Ja, ja. Um hier und da mal den Sieg nach Hause zu bringen. Und Honorable Mention, wenn ihr gegen Blau spielt, kann man auch mal sowas wie Sentomaru resten und sich entledigen, bevor da was kommt. Außerdem, super starke Karte. Punk Gibson. Hatte ich heute dreimal auf der Hand gegen den Kollegen Alex. 4000. Power gibt die und man kann etwas, das 4 oder weniger kostet, resten. Man kann damit seinen Gegner einfach unwahrscheinlich ausbremsen. Und der Trigger ist just insane. Sieht man leider selten, aber man kann damit einen gegnerischen Charakter resten. Ohne Limitierung. Kann 12k Body sein. Wunderbar. Außerdem sehr, sehr stark. Paradise. Waterfall. Habe ich jetzt erst runtergecuttet auf 2, war ursprünglich 4 mal drin.
Da kann man für nur eine Donne einem Charakter 2000 geben und danach einen Charakter, kann auch derselbe sein, sofern er überlebt, sogar wieder aktiv setzen. Der Traumplay ist, das häufig bei Ruffy zu machen, weil man dadurch eben blocken kann. Und wenn man ihn dann auch mit dieser Karte rettet, passiert oft, kann man ihn dann auch wieder aktiv setzen. Er überlebt und ist wieder vielleicht sogar nochmal ein Blocker. Genau. Allerdings nicht elitär sehen, ist auch super stark bei Nami, ist auch ganz stark bei den großen Bodies zum Beispiel, ist einfach sehr, sehr stark. Das ist jetzt, würde ich sagen, die Basis des Decks. Von dem, was ich jetzt hingelegt habe, würde ich unter keinen Umständen irgendetwas kann. Das heißt, jetzt kommen so ein bisschen die optionaleren Filler, wo es durchweg auch ein paar Möglichkeiten gibt. Die habe ich euch auch mitgebracht. Hier kommen allerdings erstmal die, wie ich sie spiele. Wir haben noch eine Filmkarte, und zwar der Frankie. Einfach, again, starke Vanilla, 7000, die magischen 7000, einfach ganz, ganz wichtige Karte. Gerade gegen Whitebeard, auch gut gegen Katakuri, wenn man es einigermaßen curvt. Super wichtig gegen Rot. Ursprünglich hatte ich sie viermal drin, ich habe sie einmal rausgenommen, weil der doch auch hier und da mal ein bisschen brickt. Insgesamt aber einfach wichtige, starke Karte. Starke Vanilla-Karte einfach, ja. Ja, die allerdings ersetzbar ist. Kommen wir gleich zu. Ja, der neue Star meines Decks wäre jetzt Capone Gang Beach. Oh, den hast du nur zweimal drin. Nur zweimal drin. Ist einfach super stark für den Tempo-Play. Man hat eben leider keine Konter, aber man bezahlt auch nur eins und hat einen Blocker-Body auf dem Board. Und ist zudem searchbar durch Bonnie. Einfach super praktisch. Dann meine neue Lieblingskarte im Deck, könnte man fast sagen. Paradise Tortuga, nicht searchbar, aber egal, für nur eine Don, genau wie Iso, kann man was resten. Die Karte hat mir jetzt schon so viele Games gewonnen. Ein Don finde ich das echt stark, das ist ja vier oder weniger, das ist ja wirklich eigentlich so gut wie jeder Blocker. Mir fällt gerade nur Sabo ein mit 5 oder halt auch so ein Queen oder sowas, genau. Die gehen nicht, aber ansonsten die ganzen kleinen, gerade bei Rot und so, nicht genau. Stronge Karte. Absolut. Und das Stärkste an der Karte ist, man erwartet sie nicht. Ja. Meine Gegner erwarten die eigentlich nie. Und das macht sie so fantastisch. Ne? Also ist eben die günstigere Variante als Iso zum Resten. Kann dafür allerdings nicht kontern. Aber ich liebe sie jetzt schon. Ja, bisher, auch für neue Spieler, kann man auf jeden Fall festhalten, das ist alles sehr low budget. Deswegen super geeignet für Neulinge, für Anfänger. Nami ist eine super Rare, die könnte ein bisschen mehr wert sein, aber sonst ist hier nichts dabei. Nami ist recht teuer, so ja. Ich glaube, die 2, 5 Euro oder 6 Euro hatte ich, glaube ich, damals mir holen müssen. Aber ja, der Rest, so Ruffy und so weiter, das ist alle wirklich nicht teuer, recht günstig. Genau, also empfehlen tut sie natürlich ihn als Starter-Pack. Dann habt ihr die viermal und ihn viermal und ihn schon mit drin und auch Beach. Und ich habe mir jetzt eben vor 2 Wochen gegönnt über Card Market den guten Barto. Ich weiß, das ist so eine sogenannte Promokarte, den gibt es nicht mehr. Und ist auch ein bisschen unbeliebt, Promokarten ins Spiel zu bringen, die eben auch vom Power Grid wichtig sind. Ein bisschen wie der Jinbei bei Blue Doffy. Ja, er hat heute auch nicht wirklich Verwendung gefunden. Warum ist er so stark? Ich glaube, das ist sogar abgeworfen. Ja, genau. Stark ist er erstens, er ist sowohl Film als auch Supernova. Das ist einfach super geil, den kann man sehr viel searchen, man whiftet einfach weniger, wenn man ihn dabei hat. Wenn man ihn ausspielt, macht er auch nichts, aber am Ende des Zuges kann man einen seiner Filmcharaktere wieder aktiv setzen. Man hat heute grob meine Strategie gesehen, ich verteidige nicht mein Leben, ich verteidige eher das Board. Und da ist er natürlich stark, auch hier ist wieder die Traumkombo. Er ermöglicht es mir quasi für 2 Donnen mit ihm 7k zu swingen und ihn danach mal wieder aktiv setzen zu können. Was besonders fies ist, weil er dann daneben liegt, gerestet ist. Der Gegner will ihn schon weghauen, man hat dann aber auch wieder den Blocker darüber.
Deswegen ist der in so Midrange-Matchups sehr stark. Aber mitnichten Pflicht. Also wenn ihr ihn nicht habt, ihr habt es heute gesehen, ich habe ihn nicht benutzt, in Decklisten ist er auch nicht oft drin. Ihr könnt auffüllen, indem ihr einfach den BG auf viermal rauf upgradet sozusagen. Auch Paradise Waterfall, wie gesagt, finde ich nicht verkehrt. Viermal ist im Grunde genommen derselbe Effekt, wo man etwas wieder aktiv macht. Der vierte Frankie tut auch nicht weh. Außerdem würde ich jetzt noch ein paar Karten in die Kamera halten, wo ich sage, die könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Ja, und das ist das Schöne, wie gesagt, ihr könnt wahnsinnig viel ausprobieren und machen. Eine Karte, die man häufig sieht, ist der hier. Achmana Kid ist das, ne? Genau, der Achdon Kid, der einfach die Mauer ist. Wollte eigentlich nicht spielen, ich habe jetzt nur dabei, um mit der Altart anzugeben. Nein, war Spaß, der ist super stark gegen manche Matchups, vor allem gegen Lore. Wenn ihr viele Lores in eurem Local habt, dann nehmt gerne ein, zwei Achter Kids mit. Der ist einfach sehr stark, searchbar durch Bonnie. Ihr spielt ihn quasi, lasst ihn durch den Effekt resten und der Gegner muss ihn angreifen. Einfach super stark, wenn man den Gang Beige daneben liegen hat vor allem oder im nächsten Zug dann die Gibson liegen hat. Man kann angreifen und er erfüllt seinen Zweck als Blocker. Warum habe ich ihn nicht drin? Meiner Meinung nach ist er meistens gegen Matchups stark, gegen die Kid generell gut ist und dann braucht man ihn eben auch nicht. Ich empfinde ihn immer eher als Abwurf, aber gerne spielen. Den guten Burschen, auch aus dem Starterpack, hatte ich auch lange drin. Das ist Basil Hawkins. Auch der kann mal leicht doppelt swingen. Wenn man den nicht loskriegt, ist der schon sehr nervig. Ja, das ist einer der stärksten Control-Karten, die es gibt. Oder? Ja. Den kann man gerade auch mit Frankie so ein bisschen austauschen. Ne? Ist auch searchbar durch Bonnie. Ich habe ihn rausgetan, weil blau. Ja, das Spiel 1000 Worlds. Richtig, genau das. Ist zu frustrierend. Deswegen auch einmal Frankie weniger. Auch die gute fällt in dieselbe Kategorie. Wenn ihr nicht Midrange, sondern eher aggressiv spielt, das sind nämlich die beiden Wege, die ihr ein bisschen gehen könnt. Ich habe heute tendenziell das Aggressivere gezeigt, vor allem die letzten zwei Runden, dann ist die auch richtig stark. Gerade ein Gelbspieler bringt ihr massiv ins Schwitzen mit dieser Karte. Leider nicht searchbar, sonst auch stark. Ihr werdet häufig sehen im Internet den guten Jungen. Hier ist es ein bisschen ähnlich wie der Achterkind, der ist wirklich super stark. Aber da er nicht searchbar ist, man mischt ihn oft unters Deck und ich bin persönlich der Meinung, meistens wenn man ihn spielt, hätte man auch anders gewinnen können. Ne? Und ja, dann gönnt euch gerne Don Creek ins Deck. Der ist auch richtig geil. Der ist außerhalb der 3000 Worlds Range. Ihr könnt gerestete Charaktere KO'en, gerade mit Tortuga, eine geile Kombo, hat Lukas vorhin gesagt, hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Und danach habt ihr den 7K Body auf dem Feld, der Double Attack hat. Das ist einfach die Bedrohung, die ihr hinbringen könnt. Mein Argument für mich persönlich dagegen ist einfach, dass er nicht sehr konstant ist. Der ist ein bisschen situativ. Genau. Searchbar Body ist aber der gute hier. Das ist der 5er X-Track. Der kann jemanden, der gerestet ist und vier oder weniger kostet KO'en. Und der ist einfach stark. Also wenn der funktioniert, dann ja, ist auch einer meiner Favoriten. Den würde ich gerne reinpacken. Hat im Gegensatz zu Hawkins und Frankie wenigstens einen On-Play-Effekt. Aber ich habe da jetzt bei mir nichts gefunden, was ich für rausnehmen würde. Neko Mamushi fällt in dieselbe Kategorie wie Totsuga und Iso. Ihr könnt damit wunderbar eine Brûlé oder einen Beige oder einen 1er Blocker, also alles, was 3 oder weniger kostet, resten. Sehr stark gegen Lore vor allem. Ja. Also wenn ihr viele Lore-Spieler habt, dann haut den auf jeden Fall ins Deck. Ja. Dann den guten Killer. Den hatte ich drin, bevor ich Beige drin hatte und der hat mir einige Games gewonnen, deswegen muss ich ihn zeigen.
Also er war halt stark gegen Blau, wenn Blau mal länger geht und du kennst das bestimmt, wenn man diese Situation hat, wo beide keine Handkarten mehr haben und du kannst halt mit ihm blocken, für 3 Don quasi ist sein Effekt, kann man dann noch eine Karte ziehen. Warum habe ich ihn ausgetauscht, obwohl er echt einige Vorteile hat, ist 1K-Counter im Gegensatz zu ihm, ist auch searchbar. Naja, meistens benutzt man ihn aber als Blocker und dann kostet er 1 mehr und die Don hätte ich gerne, um einfach aggressiver spielen zu können. Bin ich allerdings jetzt nicht confident mit der Wahl. Ne? Ja, das mache ich kurz. Jeder, der grün spielt, kann die gute Sugar spielen, gerade wenn ihr die am Anfang habt. Die ist einfach auch nicht searchbar, aber die ist Sugar. Unfassbar stark, was sie mit dem Board-Tempo machen kann. Und auch hier nochmal ein bisschen mit der Altart angeben, der 5er Blocker-Law, den sehe ich tatsächlich häufiger. Den nehmt ihr, wenn ihr auf jeden Fall Midrange Control spielen wollt, dann habt ihr einfach noch einen Blocker mehr. Manchmal wollt ihr auch gewisse Searcher wieder auf die Hand nehmen. Ja, du kannst ja mit Nami angreifen, searchen und dann mit ihm wieder auf, also mit ihm wieder auf die Hand geben, die wieder aufspielen. Korrekt, genau. Entweder direkt nochmal searchen oder halt sie ungerestet quasi liegen zu lassen. Genau. Und das ist natürlich stark, ne? Oder mit Bonnie. Es gibt welche, die nehmen den 4-mal. Aber möchte einfach die Möglichkeit offen haben, gegen Katakuri aggressiv spielen zu können. Und ja, habe ich auch gesehen, das hat sich ausgezahlt. Ja, und da ist der so ein bisschen im Weg. Also gegen die schweren Matchups, aka Katakuri, Whitebeard, finde ich den nicht so gut. Lore, Leader selber, ja, ist schwierig. Ja, also im Großen und Ganzen leicht zu lernendes Deck. Ihr habt trotzdem meiner Meinung nach ein hohes Skill-Ceiling. Gerade die Matchups, die schwer sind, die muss man wirklich lernen. Ich habe ganz oft gegen Katakuri verloren. Jetzt gewinne ich hin und wieder mal. Ihr könnt wahnsinnig viel ausprobieren. Und habt einfach viele Freiheiten. Und wenn ihr mal nicht wisst, was ihr machen sollt, dann legt ihr Don an den Leader an. Rest 3 und swingt halt einfach doppelt. Okay, ja, das ist doch mal ein sehr cooles Kit-Deck, weil es halt ihr bei uns wahrscheinlich eher weniger sehen, weil es von uns bis jetzt keiner wirklich nur grün spielt. Also mal gucken, was da in Zukunft nach rauskommt. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und haut rein.